Da steht das als Information alles drin. Wenn wir was von uns aus jetzt hier zuschicken, ist das ja dann der Vertrag, der nach 14 Tagen halt gilt, wenn sie den erreichen. Nee, das ist ja so nicht richtig. Damit Sie mich telefonisch kontaktieren dürfen, brauchen Sie einen Opt-in. Und das Opt-in kann entweder nur durch meine Unterschrift erfolgen oder mich ruft ein Automat mit einem PIN an, den ich online eingebe. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Thema heute, die Zahnzusatzversicherung. Ja, die gibt's auch noch. Hallo, wunderschönen guten Tag. Gerolo ist mein Name. Ich melde mich von Service Team der gesetzlichen Krankenkassen und hätte gerne Gerold Steiner gesprochen. Ist am Apparat. Wunderbar, dass ich Sie erreiche, ja? Und zwar geht es hier einmal um eine Zahnzusatzversicherung und den Gesundheitsbonus. Ah, okay. Im Bereich der Zähne sind Sie da schon so weit abgedeckt, dass zahnärztliche Kosten übernommen werden? Keine Ahnung, ob meine Krankenkasse das bezahlt. Denn die Krankenkasse übernimmt ja einen Pflichtteil. Deswegen hatte ich gefragt, ob Sie eine Zusatzversicherung haben. Nee, sowas habe ich nicht. Und jetzt besteht ja die Möglichkeit auf eine Zahnzusatzversicherung. Okay. Ja, die halt mit der Krankenkasse das zusammen übernimmt. Okay. Ja, Brücken, Kronen, Prothesen, Zahnreinigung, Keramik, Porzellanfüllungen wären da einmal ja komplett abgedeckt, ja? Mhm. So, Sie haben zum Beispiel einen Eigenanteil als Privatperson, der liegt bei Ihnen, 16,33 €. Okay. Ja, wenn wir sowas fertig machen, Ihnen die Unterlagen zusenden, Sie die Unterlagen kontrolliert haben, haben Sie natürlich Zeit. Ja, 14 Tage aber halt Unterlagen und ab 1.10. wird das für Sie dann schon losgehen. Und was übernimmt es denn genau und wie funktioniert es? Ja, also Sie gehen nicht die Vollkasse beim Zahnarzt, wenn Sie da eine Rechnung bekommen. Im ersten Jahr sind 1.000 € Zahnarztkosten abgedeckt, ja. Mhm. Im zweiten Jahr 2.000, im dritten Jahr 3.000 und ab dem vierten Jahr ist unbegrenzt. Abgedeckt sind dann, wie gesagt, ganzer Zahnersatz, inklusive Implantat und Knochenaufbau. Und Zahnerhalt, halt alles, um den Zahn mit Deißner zu erhalten, ja, mit Füllungen etc., Pontose, Wurzelbehandlungen, Kronen. Mhm. Okay. So sieht es aus. Haben Sie die Informationen nicht bekommen? Die sollten schon längst zugeschickt werden. Da steht das als Information alles drin. Wenn wir was von uns aus jetzt hier zuschicken, ist das ja dann der Vertrag. An dieser Stelle meint die Mitarbeiterin, dass ich bereits etwas zugesendet bekommen haben sollte. Das ist natürlich wieder komplett gelogen und beweist vor allem, dass die Mitarbeiterin genau über diesen Betrugsversuch auch Bescheid weiß. Der nach 14 Tagen halt gilt, wenn Sie den erreichen. Ich habe da noch nichts bekommen, ne. Mhm, okay. Also... Von wem hätte ich denn was bekommen sollen? Von der Interversicherungsgruppe. Okay. Interversicherungsgruppe. Genau. Das ist dann extra für die Zähne. Also Sie wechseln da keine Krankenkasse oder sonst irgendwas, da bleiben Sie ganz normal. Na? Das ist extra für die Zähne halt, nur zusätzlich. Und woher haben Sie da jetzt meine Daten? Hier steht, Sie haben sich selber für eine Zahnzusatzversicherung interessiert. Das kann online gewesen sein. Ja? Da braucht man zum Beispiel nur so ein Portal wie Check24 oder Gesundheitsfragen. In der AGB steht drin, dass es weitergeleitet wird, dass wir uns dementsprechend melden, wenn wir das passende Angebot haben. Naja gut, so. Aber in den AGBs kann ja nicht drinstehen, dass Sie mich anrufen dürfen. Doch, das steht da drin, sag ich ja. Wenn Sie... Das steht drin, dass sobald Sie das passende Angebot haben, wir uns einmal schriftlich und telefonisch bei Ihnen melden. Nee, das ist ja so nicht richtig. Damit Sie mich telefonisch kontaktieren dürfen, brauchen Sie einen Opt-in. Und das Opt-in kann entweder nur durch meine Unterschrift erfolgen oder mich ruft ein Automat mit einem PIN an, den ich online eingebe. Na, das sind aber bei so eine Sache auf dem falschen Fuß. Wenn Sie haben das schon mal auf Versicherung verglichen, auf Check24, Stromanbieter etc. pp. Da funktioniert das genau, da funktioniert das ganz genau so. Nein, also bestimmt nicht. Ich habe jetzt vor kurzem eine Pferdeversicherung abgeschlossen und das war nicht so. Das ist ja interessant. Also bei mir, ich habe erst meinen Stromtarif gewechselt. Da war das genau so. Dann hat er das selber von sich auch so gemacht. Aber ist ja kein Problem. Hier ist ja nichts passiert. Wir das ist ja eine gesetzliche Vorschrift. Das ist hier gerade Kaltakquise. Genau. Was Sie machen. Nein, das ist keine Kaltakquise. Eine Kaltakquise wäre, wenn ich überhaupt keine Daten hätte. Die Daten, die stehen ja hier. Ne? Also E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, alles Mögliche. Aber wir werden das hier löschen. Wenn Sie jetzt nochmal was ausfüllen, ja, wir werden Sie nicht anrufen. Sie werden jetzt keine Informationen mehr bekommen. Alles Gute, schönen Tag noch. Aha, alles klar.
Tja, das ging leider wieder ein bisschen schneller als erwartet. Allerdings stimmt Ihre Aussage auch mit der Kaltakquise nicht. Sie meinte, dass eine Kaltakquise nur eine Kaltakquise ist, wenn sie keine Daten hätte. Das ist natürlich auch wieder völlig gelogen. Eine Kaltakquise ist, wenn ein Unternehmen bei jemandem anruft, wo das Opt-in, also schlicht die Werbeerlaubnis, telefonisch fehlt. Und genau das war hier der Fall. Ich hoffe, dass euch das neue Video auch gefallen hat und würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.